Du magst deine Frau, du findest sie super interessant, aber du stellst sie auf ein Podest und merkst, dass in dir das Gefühl kommt, dass du nicht gut genug bist. Darüber will ich heute mit dir reden. Denn gestern hat ein Klient mir die Frage gestellt im Live-Call: Matt, ich lerne gerade eine Frau kennen, ich mag sie wirklich sehr, ich finde sie Hammer, aber ich merke, dass ich nicht gut genug bin. Und dieses Thema, dass man nicht gut genug ist, das ist in dieser gesamten Persönlichkeitsentwicklungsgeschichte omnipräsent. Und gerade deswegen will ich mit dir darüber reden. Er fand die Antwort so gut, dass ich einfach dachte, dass ich sie mit dir teile. Falls du mich nicht kennst, mein Name ist Matt Alvarez. Ich bin Männer- und Performance-Coach und helfe dir dabei, der begehrte Mann zu werden, der du immer sein wolltest, damit das ganze Thema mit den Frauen einfach durch ist und du deinen Fokus auf weitaus Wichtigeres lenken kannst. Also, die Sache ist die. Als ich mit ihm gesprochen habe, hat er mir die Situation erklärt, dass er diese Dame datet, brünett, groß, wirklich die typische Modelfrau. Und als er mir das gesagt hat, hat er so gewirkt, als würde dieser gesamte Zustand, in dem er jetzt gerade ist, als wäre das nicht normal für ihn. Als würde er das Gefühl haben, eine Person zu sein, die er normalerweise nicht ist. Und wenn du dich weiterentwickelst, dann wirst du das oftmals merken, dass Momente kommen, wo du Dinge schaffst in der echten Welt, aber wo deine eigene Identität noch nicht so wirklich dran glaubt, dass du dieser Mann bist. Und genau so war es auch bei ihm. Dann habe ich angefangen, über meine eigene Story zu erzählen. Und falls du es nicht wusstest, ich war super schüchtern, super zurückhaltend und immer eher so eine passive Person. Ich war eher der Typ, der ruhig war, der beobachtet hat, der analysiert hat, aber niemals der, der proaktiv Dinge getan hat. Und als ich dann mal eine Dame hatte und als ich auch meine ersten paar Erfahrungen gemacht habe, die über dem Level war, welches ich normalerweise bekomme, habe ich gemerkt, wow, okay, warte mal ganz kurz, mein Verhalten ändert sich, ich bin plötzlich anders. Und ich denke viel zu oft an sie, ob sie mir schreibt oder nicht, ob ich sie treffen kann oder nicht, anstatt die Dinge zu tun, die wirklich wichtig sind. Und wir müssen nicht darüber reden, was die Opportunitätskosten davon sind, dass man den ganzen Tag über irgendwelche Frauen nachdenkt, anstatt die Dinge zu tun, die man wirklich tun muss. Aber es ist ein anderes Thema. Dazu wird auch noch ein Video kommen. Ich habe so viel über sie nachgedacht. Ich habe mir so einen Kopf gemacht, dass ich diese gesamte Beziehung, die ich mit der Dame hatte, einfach zerstört habe. Und dann habe ich ihm gesagt, weißt du, das Beste, was du tun kannst, ist, dir einfach zu sagen, ey, ich habe es geschafft, diese Person kennenzulernen. Und selbst wenn meine Stimme, meine Identität, mein Wesen noch nicht mir ganz abgekauft hat, dass ich diese Person bin, ist das in Ordnung. Denn niemand fühlt sich gut genug. Wir alle haben Unsicherheiten. Wir alle sind in manchen Situationen so, dass wir eher Abstand halten wollen und lieber nichts machen wollen, anstatt eine Aktion zu tätigen. Aber gerade da ist das wichtig. Gerade da solltest du mehr machen. Gerade da solltest du mehr aus dir rauskommen und es zumindest versuchen. Und das tun wir nicht, weil wir Angst haben, weil wir Angst davor haben, abgewiesen zu werden, weil wir Angst davor haben, das, was wir gewonnen haben, zu verlieren. Doch ultimativ verlierst du alles, wenn du nichts tust. Du verlierst alles, wenn du negativ denkst. Es kostet dich nichts, positiv zu denken, aber es wird dich verdammt nochmal alles kosten, negativ zu denken und alles in einem schlechten Licht zu betrachten. Das heißt, das, was mir geholfen hat und was ich ihm dann gesagt habe, war, das Einzige, was du tun kannst, dir immer wieder bewusst zu machen, dass du in dieser Situation bist, dir bewusst zu machen, wie dankbar du sein kannst, in dieser Situation zu sein und präsent zu sein und die Person für das zu genießen, was sie ist. Nicht mehr zu erwarten, nicht großartig ein Bild auf die andere Person zu setzen, sondern wirklich diesen Menschen für das sehen, was er ist. Und zwar einen Menschen, und zwar eine Frau. Du wirst dich nicht gut genug fühlen. Du musst es oft genug machen. Du musst dich desensibilisieren und dann hat sich das Thema. Du musst nicht immer darüber nachdenken, ob bin ich gut genug oder nicht. An einem Punkt wird es normal sein, weil wenn du jeden Tag, stellst dir einfach mal vor, du gehst jeden Tag ins Gym, dann ist es an einem Punkt auch normal, dass du im Fitnessstudio bist. Dann ist es an einem Punkt normal, diesen Schmerz zu spüren. Und dann ist es auch keine Anstrengung. Und wenn wir schon über das Fitnessstudio reden, ich muss gleich ins Gym, ich bin verabredet. Falls dir das Video gefallen hat, dann gib dem Video einen Daumen nach oben und abonniere den Kanal, falls du es noch nicht getan hast. Falls du dir sagst, Matt, ich würde gerne mit dir persönlich zusammenarbeiten, 1:1, dann trag dich ein für eine kostenlose Beratungssession. Den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Ich werde mir eine Stunde, anderthalb, zwei Stunden für dich Zeit nehmen. Wir werden deine gesamte Situation durchgehen mit Frauen, schauen, wo dein Problem in deiner persönlichen Weiterentwicklung als Mann ist, wie du deine Kommunikation verbessern kannst, nicht mit einer Frau hinterher rennst, besser mit Frauen bist, so viele Optionen hast und an einem Punkt einfach so ein guter Mann bist, dass sie dumm wäre, wegzugehen. Mit diesen Worten, wir hören uns das nächste Mal. Dein Matt.